Hallo, herzlich willkommen und Glück auf zum Legenden-Talk am schönsten Datum des Jahres. Ja, 19.04. ist jedes Jahr ein Feiertag. Ich weiß gar nicht, warum wir da arbeiten müssen. Für uns ist das natürlich keine Arbeit hier, sondern ein einziges Vergnügen. Ja, mit den Legenden, mit Rüdiger Abramczyk, mit Tommy Kruse, den ich herzlich begrüße. Schön, dass du bei uns bist. Und Detmar Gronwald, der einer der Eigentümer der Loge ist hier, ne, denn, bei dem wir zu Gast sein dürfen. Teil der Schalker Traditionsmannschaft, da mit im Organisationsgeschehen, ne, mit dem Abteilungsleiter Olaf Thon. Reden wir gleich noch drüber. Schön, dass ihr da seid. Und alle natürlich bestens gelaunt nach einem Wahnsinnskick, ja, am vergangenen Sonntag in Darmstadt. Jungs, wie habt ihr das erlebt? Also ich fand's klasse. Muss ich ganz am Anfang ein bisschen erschrocken. Ja, dass wir sofort wieder in Rückstand geraten sind. Aber ich muss sagen, die Jungs haben sehr gut gespielt. Und unser Torjäger, da muss ich immer wieder sagen, auf der ist dem ist Verlass. Der hat natürlich zwei schöne Tore wieder gemacht. Dadurch haben wir natürlich wieder in Führung gegangen. Aber wir haben sehr gut gespielt. Wir standen gut. Das, was ich ja gesagt habe, wenn wir im Mittelfeld gut stehen und vorne einen haben, der immer wieder mal ein Tor macht, dann ist das schon klasse. Das muss ich wirklich sagen. Also das habe ich ja wieder vorausgesagt. Ich habe leider nicht mehr, du weißt, nicht diesmal so hoch getippt, weil ich schon Angst hatte. Die haben mich dann schon für verrückt gehalten, dass ich schon wieder so hoch gesagt hätte. Aber ich hätte auch 1-0 auch gewonnen, wäre mir also auch egal gewesen. Ja, das ging ja schon in der 11. Minute nicht mehr mit dem 1-0-Gewinn, ne? Weil da lagen wir schon zurück. Ich hatte auch ein bisschen Schiss vor der Wucht, die entwickeln können da bei sich zu Hause. Und es ist ja genau so gekommen, ne? Bis zu dem 0-1 waren wir ganz schön unter Druck. Ja, auf jeden Fall. Darmstadt ist richtig gut ins Spiel gekommen. Und wir sind ein bisschen lethargisch ins Spiel gekommen, und aber immer besser. Und ich denke mal, 5 Tore sprechen für sich. Vor allen Dingen bei sieben Torchancen, 5 Tore. Mehr geht nicht, ne? Und ja, sind auf einem sehr, sehr guten Weg, ne? Wenn man jetzt die Tabelle sieht, wenn man jetzt sieht, dass man die beiden dahinter spielenden Mannschaften noch hier zu Hause hat, ne? Nichts gegen Sandhausen, aber da sollte alle mal auch ein Punkt drin sein, sage ich jetzt mal, ne? Die anderen lassen da auch komischerweise immer Punkte gegen Sandhausen. Ich glaube, die haben genauso viele Punkte geholt in der Rückrunde wie Bremen und wie St. Pauli, ne? Also die darf man gar nicht so... Nicht ganz, aber die haben ordentlich halt gepunktet. Am Wochenende, meine ich, haben die gesagt, dass die, ja, die sind mit im oberen Regal dabei mit der Punkteausbeute, ne? So fast auf einer Linie mit St. Pauli zumindest, ne? Und ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das kann ja kein Nachteil für uns sein. Nee. Wir sollten ruhig nächste Woche nochmal punkten, dann sind sie unten raus und dann werden sie gegen uns wahrscheinlich einen Gang weniger spielen. Und das ist auch super. Ja, also so sehe ich die Sache. Es läuft zur Zeit optimal. Ist auch so, dass die Mannschaften Probleme haben. Bremen hat Probleme. St. Pauli hat Probleme, die bringen ihre Spiele nicht durch, ne? Und du musst einfach, wenn du aufsteigen willst oder wenn wir aufsteigen, du musst einfach jetzt hier in der Arena diese Spiele den Gegner zeigen, dass du es mehr willst als der Gegner, und dann noch mit dem Publikum im Rücken, volles Stadion, ja? Und mit der Form, die für die Mannschaft spricht auch, ne? Spricht alles für Schalke 04, ganz klar. Ja, zum Bremen-Spiel kommen wir natürlich nachher noch, ne? Lass uns noch ein bisschen am Wochenende bleiben. Das war ja auch zu schön, um das so schnell irgendwie abzuhaken. Detmar, aus Fansicht, ja, dieses Auf und Ab wieder, das war wieder so typisch Schalke, ne? Dass du früh einen reinkriegst, dann schnell der Ausgleich, so juhu, sofort in Führung gegangen mit der zweiten Chance, das zweite Tor, und dann sofort wieder der Ausgleich zum 2-2 und dauernd rauf und runter. Aber ein richtig, richtig klasse Schalke-Tag, ne? Also ich habe das gar nicht so schlimm empfunden mit dem Rückstand. Ich war eigentlich froh, dass der so früh fiel, weil da haben wir schon einige Spiele gedreht in dieser Saison. Grundsätzlich war das für mich allgemein so ein Schlüsselspiel, weil jetzt bin ich felsenfest überzeugt, dass wir durchmarschieren. Denn das war das letzte schwierige Auswärtsspiel, ohne andere da nicht ordentlich zu bewerten. Aber jetzt kommt Bremen. Und die haben mehr Angst vor uns, als wir vor denen. Die müssen nämlich nach hier. Und bei St. Pauli das Gleiche. Sandhausen bin ich beim Tommy. Einen Punkt werden wir da sicherlich holen. Der wird sicherlich drin sein. Und dann sind wir eigentlich durch. Und im Großen und Ganzen haben wir es ja am Ende doch relativ souverän gemacht. Also das 1-0 hat mich nicht so belastet.
Gut, wenn man so gelassen sein kann. Ne? Bei mir ist immer ein bisschen anders. Ich werde dann beim Kommentieren immer schon leicht so, ob das noch gut geht. Umso mehr freue ich mich dann über einen Ausgleich. Und insbesondere das zweite Tor von Terodde, du hast es gerade schon mal angesprochen, hast wahrscheinlich das Tor im Hinterkopf gehabt. Der kommt aus der schlechteren Position gegenüber dem Verteidiger und überspringt den. Der ist 1,95, der Verteidiger von Darmstadt. Ja? Und der überspringt den, als ob er gar nicht da wäre. Ja, ich glaube auch der Darmstädter, ich weiß es gar nicht, wie der... Isherwood. Ja, Isherwood. Also der war für mich ja, der hat ja vorher eine kleine Kopfverletzung gehabt. Wahrscheinlich hat das ihn so ein bisschen behindert, habe ich so den Eindruck gehabt. Der kam schon mit der auf dem Platz. Der war ja eingewechselt worden für den Sobich. Ja, ja, ja. Und der hatte die schon vom Training. Ja. Also ja, das war dann, nicht an dem man Tag hat bekommen. Also irgendwie, meine ich, so den Eindruck gehabt, wenn er sich dann nochmal einen Verband rummachen lässt und, dass er doch nicht hundertprozentig so mit dem Kopf arbeiten kann. Und das war natürlich für Terodde gut. Der ist direkt mit dem Körper dazwischen. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass wenn er so ein bisschen zurückgegangen ist, aber Terodde, wenn so ein Ball reinkommt, dann haut er die rein. Das ist doch ganz klar. Dafür ist er groß genug und ist ein sehr guter Kopfballspieler. Deswegen haben wir immer gesagt, wenn wir Flanken reinschlagen und wir schlagen zu wenig Flanken rein, dann ist eigentlich ein Nachteil für uns, weil er ist ein sehr, sehr guter Kopfballspieler. Klaus hat ja gesagt, also ich hätte woanders hingeküpft, ne? Oh, weißt du, wie das ist, ne? Aber Klaus ist ja speziell gewesen mit dem Kopfball, aber Terodde macht alles richtig. Egal wie, zack, der köpft ihn einfach rein und der denkt auch nicht lange groß nach. Ne? Und das finde ich ja so toll an dem Jungen, muss ich sagen. Ja, und dann hatten wir auch noch Marius Bülter, ne? Erst Doppelpack Terodde, dann Doppelpack Tietz und jeder denkt, das sind die Helden des Spiels und dann kommt Marius B. Ja. Und schnürt einen Dreierpack. Den ersten oberhalb der Regionalliga. Vor allen Dingen das dritte, unfassbar, oder? Das machst du dann, wenn du schon zwei gemacht hast, machst du den mit dem falschen Fuß so in die lange Ecke, ne? Da ist das Selbstbewusstsein da. Der hat jetzt nochmal zum richtigen Zeitpunkt. Wie man sagt, Selbstvertrauen und nur dann machst du solche Tore, ne? Für mich ist zum Beispiel auch der Terodde. Ich frage mich immer, warum hat er sich in der ersten Liga nicht durchgesetzt? Was hat der nicht, um in der ersten Liga zu spielen? Ist das dann vielleicht das Tempo, weil diese Torqualität, wie man immer so schön sagt, das Tor ist ja in der ersten und zweiten Liga gleich groß. Ne? Und er trifft in der zweiten Liga, wie er will. Warum hat er sich in der ersten Liga nie so durchgesetzt? Ne? Weil er meistens ja mit Aufsteigern hochgegangen ist, die dann nicht mehr so dominant mehr spielen so dominant, können, ja, ne? Mehr auf Konter setzen häufig und dann ist er natürlich nicht dann der richtige Mann. Vielleicht ab der Mittellinie das Tempo dann, ne? Klar. Das mag ein Grund sein. Ne? Ich habe das nicht so richtig verfolgt, ne? Aber wie gesagt, in der zweiten Liga überragend, ne? Die Trefferquote, gar keine Frage. Ja, und wichtig für die Mannschaft, das haben wir auch schon oft genug gehört. Dann springt so ein Bülter ein, wenn er muss, und dann steht es 5-2 und alle denken, okay, jetzt ist der Darmstädter aber auch geliefert. Die haben es zwar noch ein bisschen probiert, aber so richtig Überzeugung hatten die nicht mehr. Wenn man dann so ein Spiel auf dem Platz hat, du weißt das, du bist zweimal aufgestiegen mit Schalke, ne? Erstmal abgestiegen, aber dann auch gleich wieder hoch im nächsten Jahr sofort. Also du weißt, wie das so geht. Wie wichtig ist das, dass wir vor der Saison in den Kader richtig mit Bedacht eingebaut haben, so Leute wie Terodde, Kaminski, Drexler, die schon aufgestiegen sind. Ne? Die wissen, wie es geht, was man für einen langen Atem braucht. Ja, ist genau richtig. Ich sage, ist immer schwer, wenn ein Kader so sich total wandelt. Ist es erstmal braucht man eine Anlaufzeit, ja. Und aber entscheidend ist ja im Grunde genommen nicht die Halbserie, sondern was ist Ende der Saison so. Und da sind wir jetzt kurz davor. Und da hat die Mannschaft sich richtig gefunden. Und was mit Sicherheit, was wir auch schon mal diskutiert hatten mit dieser Dreierkette, ja. Wir haben immer das Problem gehabt, dass wir gesagt haben, im Mittelfeld haben wir zu wenig Kreativität, was jetzt vielleicht teilweise auch noch ist, ist aber besser geworden. Nur woran lag das denn? Das lag ganz einfach daran, dass wir im Mittelfeld einen Spieler zu wenig haben. Weil du kannst nicht sagen, so wir haben eine Dreierkette, ach wir haben ja nur drei hinten. Nein, die beiden Äußeren lassen sich auch fallen, also hast du da eine Fünferkette. So, und wenn du dann in Ballbesitz kommst, ist der Weg viel zu weit nach vorne und es fehlt ein Anspielpartner im Mittelfeld. So, und jetzt ist umgestellt auf Viererkette und du hast einen von hinten abgebaut im Mittelfeld schon. So, und da kannst du dann mehr pressen im Mittelfeldbereich, aber auch vorne und dadurch kommst du auch immer schneller zum Tor. Richtig?
Fußballlehrer? Ja, Tommy, du hast alles toll erklärt. Also, schön, danke schön. Muss ich wirklich sagen. Ja, wenn man sieht, fünf Spiele unter Mike, nicht nur gewonnen, sondern eben auch mit einem Toreschnitt von 3 Toren pro Spiel, ne? 15 Buden in den 5 Spielen, kann man gut rechnen, selbst wenn man mathematischer Analphabet ist wie ich. Denk mal, wenn der Tommy das gerade so erklärt, finde ich, ist ja auch wichtig, dass wir dann 2 Sechser hatten, ne? Oder haben jetzt. Weil vorher war da immer nur einer. Nur einer. Und damit hattest du ein Riesenloch zwischen diesem einen und den Achtern davor. Ne, das wurde nie geschlossen, das war leicht zu verteidigen für den Gegner, leicht zu pressen. Mhm. Jetzt hast du 2 mit Itakura. Ist Itakura einer der wichtigsten Umstellungen von Mike Büskens? Ja, eigentlich ist er ja ein reiner Innenverteidiger. So ist er, hat er ja die ganze Saison gespielt. War ich erst ein bisschen, ob das wohl die richtige Lösung ist. Er macht es gut. Und wer da jetzt wirklich gleich steht, ob wir mit einer Doppel-6 spielen oder wie auch immer, wichtig ist, du hast die Leute im Mittelfeld und dass man die Wege auch überbrücken kann. Und da haben wir ja monatelang hier auch unter uns wirklich diskutiert, weiß ich ja noch, 4er-Kette, 5er-Kette. Mhm. Ne? Und im Grunde macht der Mike alles richtig. Und auch so, wie wir jetzt spielen, wir kommen schneller nach vorne. Wir haben Anspielstationen und das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Leidenschaft ist da, er vermittelt das auch, er kann das auch verbalisieren, ne, gegenüber den Fans und offensichtlich auch gegenüber der Mannschaft. Ich denke mal, das Emotionale ist ganz entscheidend. Ne? Da ist der Mike dann sicherlich der, der mit am meisten einpeitschen kann. Ich glaube auch, dass der Gramozis daran gescheitert ist, weil der einfach zu stur war und sich nichts hat sagen lassen, dass er da umgestellt hat. Jeder hat ihm dazu geraten und er hat das nicht aufgenommen und hat an seinem Prinzip festgehalten. Ich weiß nicht, nur vielleicht, weil er Guardiola das ausspielt, meint er das auch spielen zu müssen. Weiß ich nicht, wie er da gedacht hat. Aber da hat er sich mit verrechnet, definitiv. Und der Erfolg, die Umstellung, mehr war ja auch nicht. Ist ja nicht mehr Personal dazugekommen. Ja, da war ja immer mal der verletzt, mal der. Aber der Kader war ja so vorher auch. Nur eine Systemumstellung und ein bisschen mehr Motivation rein, ein bisschen das Training vielleicht umgestellt und der Kreuzer macht ein gutes Training und läuft. Ja, Matthias Kreuzer, der Co-Trainer, ne? Vielleicht auch schon noch ein bisschen, dass Spieler, die in den letzten Wochen unter Gramozis nicht mehr so zum Zuge kamen und nicht mehr so das Vertrauen gespürt haben, wie Chao, wie Drexler, wie Salazar, die waren ja alle quasi auf dem absteigenden Ast, ne? Und dann kam Bujo und hat sie wieder stark gemacht. Ja, das könnte man so sagen, aber ich glaube, die haben ja auch zwischendurch auch die ganze Zeit gespielt. Ich bin also der Meinung gewesen, das habe ich ja immer gesagt, das System spielt in der zweiten Liga eine große Rolle, weil eben da ist jetzt ist eine Ordnung drin und die war vorher nicht gewesen. Ja? Und jetzt, egal wer da spielt, ob Todd Drexler ist oder was weiß ich, ja, das ist jetzt eigentlich im Grunde egal. Die Jungs wissen jetzt, wo sie gespielt haben, da spiele ich auf dieser Position und das ist das Wichtigste. Drexler kannst du nicht rechts spielen lassen oder links spielen lassen, weil das kann der nicht. Und das hat man jetzt toll mit Bujo und die anderen Jungs, die haben das schön jetzt so gemacht, wie es eben sein sollte, jeder seine Position. Und dann ist das natürlich viel einfacher dann zu spielen. Und wie gesagt, die anderen Mannschaften, die fangen jetzt alle an zu überlegen. Die haben auch, der ein oder andere ist ja auch bei den Spitzenmannschaften, der bei Bremen auch verletzt. Ja, dann fangen sie jetzt auch an zu überlegen, was ich ja auch gesagt habe zu dir mal, ob die mit dem Druck auskommen, die ganze Zeit oben zu stehen. Ja, und immer jeden Samstag will ich da oben den ersten Platz zu verteidigen. Ist schwierig. Und so mehr Druck du kriegst, umso verkrampfter wirst du irgendwann. Und deswegen habe ich immer gesagt, lass unsere Jungs hinten dran kommen. Wir warten mal noch ein bisschen. Jetzt sind ja nur noch 5 Spiele, glaube ich, ne? 4. Fast einen Tag zu früh. Ein Spieltag zu früh. Also ein bisschen höher muss ich halten. Und dann ist es so, dass wir zum Schluss, glaube ich, mehr Luft haben. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt noch so einen Schub gekriegt haben vom neuen Trainer, vom Bujo, das ist natürlich der Vorteil kurz vorm Ende, ne? Ja, natürlich
Selbstvertrauen ist da. Ne? Wir machen die Tore. Wir wissen, wenn wir mal eins reinkriegen, wir schießen nicht nur eins höchstens pro Spiel, wie es eine Zeit lang auch der Fall war. Und wie es jetzt gerade eben bei St. Pauli, bei Werder Bremen ist. Ja, Werder hat in den letzten 5 Spielen nur 1 gewonnen. Zuletzt 3-mal 1-1 hintereinander. 2 Heimspiele dabei gegen Sandhausen und Nürnberg, wo sie sich sicher 6 Punkte ausgerechnet haben. Hat in jedem dieser 5 Spiele nur 1 Tor geschossen, genau. Mhm. Ne? St. Pauli trifft auch nicht mehr, wie sie am Anfang getroffen haben. Inwieweit ist das noch ein weiterer Trumpf für uns in diesen entscheidenden Spielen, gerade jetzt zu Hause gegen Bremen und St. Pauli? Ja, man sieht ja zum Beispiel jetzt der Burgstaller, der hat regelmäßig getroffen, gegen uns ja auch im Hinspiel, und hat jetzt mal wieder getroffen, hat noch sehr viel Glück. Ich glaube, der Fuß war schon relativ nah dran bei dem Elfmeter, aber hat getroffen, aber hat auch jetzt vorher eine längere Durchstrecke schon gehabt, ne? Der Burgstaller, anders als der Rodde. Das ist der Unterschied. Ne? Wobei die jetzt auch nicht so schlecht gespielt haben, ne? Bremen auch nicht, aber ich sehe auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel im Fernsehen wird immer gesagt, Bremen hat den besten Kader. Sehe ich in der Rückrunde nicht. Da muss man relativieren und sagen, in der Hinrunde ja, aber nicht in der Rückrunde. In der Rückrunde hat Schalke den besten Kader, weil die meisten Punkte geholt haben und möglicherweise auch am besten gespielt haben. Ne? Ja, noch hat Bremen sogar in der Rückrunde mehr Punkte geholt als wir. Ne? Wir haben da jetzt sehr aufgeholt in den letzten Spieltagen. Aber das sind schon die beiden Mannschaften, die vorne stehen in dieser Rückrunde. St. Pauli war ja Herbstmeister in Anführungsstrichen, wo man sich ja immer nichts verkaufen kann. Wie siehst du da die Chancen jetzt, wenn wir Nürnberg auf Platz 5, Darmstadt 4, Pauli 3, Bremen 2, Schalke 1, bleibt das so? Also ich glaube, dass ob wir dann noch Zweiter werden und Bremen Erster, ich glaube, Bremen und Schalke werden das Ding direkt machen, direkt aufsteigen. Dann würde ich mir wünschen Nürnberg, aber natürlich ist Darmstadt sicherlich noch gut im Rennen, auch wenn sie jetzt gegen uns verloren haben. Heidenheim ist raus und Hamburg wird, glaube ich, schwer. Die sind darauf angewiesen, dass andere entsprechend spielen. Also ich würde Nürnberg sagen. Ja, also Hamburg kann noch auf 60 Punkte kommen, wenn sie alle ihre Spiele gewinnen. Ne? Und damit könntest du vielleicht Dritter werden, wenn die anderen Ergebnisse so laufen. Jetzt am Samstag haben wir das Ding Schalke gegen Bremen mittags und dann abends St. Pauli gegen Darmstadt. Also 1-2 und 3-4. Also Hamburg muss hoffen, dass wir funktionieren. Ja, ja, genau. Dass wir gewinnen und dass St. Pauli verliert oder nur unentschieden spielt gegen Darmstadt, dass Nürnberg nicht gegen Sandhausen gewinnt am nächsten Tag, dann kann der HSV sich auch langsam wieder ranrobben. Aber für uns sollte das kein Thema mehr sein, weil wir brauchen nur 4 oder 5 Punkte zu holen, um vom HSV nicht mehr einholbar zu sein. Ne? Diese Rechnerei ist ja immer so eine Geschichte, wie hat der Assi früher immer gesagt, wer zu früh rechnet, rechnet zweimal. Ne? Also braucht er eigentlich gar nicht zu machen. Zählen immer nur die Punkte, die man wirklich hat und nicht die, die man sich ausgerechnet hat. Ne? Aber wir sind ja jetzt als Fans hier und wir sind ja nicht die Mannschaft und die Spieler, also wir können ja mal ein bisschen gucken. Und wenn man sich das so anschaut, dann würde ich sagen, wenn wir die beiden Heimspiele gewinnen, dann sind wir schon fast durch. Da brauchen wir höchstens noch einen Punkt. Ne? So wie die anderen gegeneinander spielen. Ja, also wenn das so ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, wäre das ja toll für Nürnberg. Ja, dann können sie, wenn wir aufgestiegen sind, dann können wir ja auch mal ein Auge zumachen für unseren. Ja, hat jetzt keiner gehört. Kannst du dich an 1977 erinnern? Vor dem letzten Spieltag steht Schalke ein Punkt hinter Gladbach und spielt zu Hause gegen Dortmund und Gladbach spielt in München bei den Bayern. Genau. Und dann Franz Beckenbauer wird am Freitag vor dem Spiel interviewt. Ja, wie geht's denn aus? Ja gut, die Gladbacher brauchen jetzt einen Punkt für die Meisterschaft. Wir brauchen einen Punkt, um in den UEFA-Cup zu kommen. Wir werden wohl unentschieden spielen. Ja, zack, 2-2. So war es auch. Wobei, um der Wahrheit die Ehre zu geben, die Gladbacher haben schon 2-0 geführt und haben dann in Bayern eine 2-2. Das ist ja zum Glück keine Bestechung, was wir hier machen. Ne? Also es ist ja nur vielleicht ein Rätselrat ein bisschen. Ne? Aber ich würde mich auch für Nürnberg natürlich freuen, wenn wir aufgestiegen sind und dann wir, also vor allem, wenn ich locker dann da hingehen können. Ja, weil, ja, ich habe da mal gespielt, aber nicht so berauschend. aber wie gesagt, also Nürnberg würde es trotzdem gönnen, weil die haben die ganze Zeit auch so ein bisschen immer oben dran geschnuppert. Dann haben sie mal wieder einen auf die Mütze gekriegt, dann waren sie wieder ein bisschen runter gewesen. Aber ich würde den Nürnbergern dann natürlich gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich das Darmstadt gönne, würde ich dann doch lieber meine Ansicht oder St. Pauli dann doch lieber Nürnberg nehmen. Da sprichst du unsere Nordkurve aus der Seele. Ja, ich hoffe.
Tommy, für dich Bremen, Heimspiel gegen Bremen, ja eine ganz besondere Geschichte, ne? Denn das war dein erstes Heimspiel in der Bundesliga mit Schalke rund um den 19. Geburtstag. Ja. Du warst in der Knappenschmiede, damals hieß sie noch nicht so, hast in der Jugend gespielt. Ich war erst, weiß ich jetzt gar nicht, 3-4 Spiele auf der Tribüne, da war ich noch gar nicht im Kader und dann waren auch Verletztenprobleme. Dann habe ich in Gladbach mein erstes Spiel gemacht, gegen den Evalin, weiß ich noch. Da war ja noch dieses System, rechter Verteidiger, linker Verteidiger, rechts außen, links außen, Abi vor mir, ich hinten rechts, er davor rechts. Und haben wir in Gladbach unentschieden gespielt gegen eine ganz starke Mannschaft. Und zweite Spiel haben wir hier, wie du das sagtest, das Ergebnis wusste ich nicht, haben wir 2-1 gewonnen. Und da war mein Gegenspieler, der Uwe Reinlass, da kann ich mich noch dran erinnern, was mich gewundert hat, dass er da an dem Tag auf der linken Seite gespielt hat. Aber so war es und hat aber auch nur eine Halbzeit gespielt. Ja, dann hast du es wohl gut gemacht. Ausgeschaltet, Tommy, genau, ausgeschaltet. Genau. Der Ewald hat auch nur eine Halbzeit gespielt. Ja, siehst du. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Die zweite Halbzeit war Rudi Goris, kann ich mich noch dran erinnern. Ja, ja. Ja klar, das sind natürlich Sachen, die vergisst du nicht als knapp 19-Jähriger. Ich habe ganz guten Start hingelegt, genau. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Spiele gemacht, da habe ich die erste Einladung zur B-Nationalmannschaft bekommen. Da war der Jupp Derwall Trainer und da war eine Mannschaft, eine B-Nationalmannschaft, da war unter anderem auch der Hannes Bongertz dabei, aber auch Briegel und die Förster und so weiter, die waren alle noch in Lauerstellung für die A-Nationalmannschaft und da war ich als 19-Jähriger auch eingeladen, habe aber da nur 2 Spiele gemacht, aber so insgesamt habe ich auch von der U15 bis zur U21 39 Länderspiele gemacht, immerhin. Ne? Ja, und in der U21 zusammengespielt mit Lothar Amadeus. Genau. Gibt nur einen, Rudi Völler, Pierre Littbarski, genau. Jogi Löw, ja, genau. Damals Torschützenkönig aus Freiburg, war der einzigste vom Zweitligisten. Dann der blonde Engel war auch dabei. Bernd Schuster, genau. Ja, wir haben einen super Jahrgang gehabt. Eike Immel als jungen Jahrgang im Tor. Das war schon eine gute Mannschaft, ja. Kann man die anders sagen. Nicht schlecht. Bernd Diersen, der dann später auch hier gespielt hat, der war auch dabei. Ja. Du hast genauso viele A-Länderspiele wie der Tommy, aber genau. Ein paar Jugendländerspiele weniger. Ne? Was warst du für eine Position früher? Rechter oder linker Verteidiger. Wenn ich aushelfen musste, links habe ich auch links gespielt, obwohl ich Rechtsfuß bin, aber immer auf Außenverteidigerposition. Also bei der Traditionsmannschaft ist ja natürlich ja gesetzt, wenn ich Trainer bin, ist ja immer gesetzt bei mir. Habe ich dich mit 2 Toren gerettet? Ja, aber ich habe mich mit 2 Toren mal gerettet, seitdem habe ich ja Detmar, wenn ich die Chance sehe, kommst du sofort rein, mein Freund. Egal wie. Wir haben heute noch gelacht wegen dem Spiel Sonntag. Da schrieb der Ayan mir aus seinem Urlaub: Oh, der Kader ist gar nicht so stark. Kriegen wir das alles hin? Also Menge an Leuten. Ich sage, der Abi hat die Geheimwaffe. Ja. Hat er nicht geschnallt? Ich sage. Ja, aber du musst sagen, ich habe irgendwie ein tolles Tor gegen Bremen gemacht. Das hast du jetzt gar nicht. Ja, das sind ja noch voll im Schwange in der Nostalgie. So. Ne? Also, erstes Heimspiel der jungen Karriere gegen Werder Bremen von Tobi Kruse und ein gewisser Rüdiger Abramczyk macht das 1-0. Ja, ne? So oft hast du nie gegen Bremen getroffen. Nee, habe ich eigentlich auch nie so ganz gut gespielt, komischerweise. Weiß auch nicht warum. Also in Bremen sowieso nicht, weil das war immer arschkalt gewesen in Bremen. Da muss man, wenn du da, also das war überhaupt nichts, da bist du durchgelaufen, dann, boah, das ist schon gefroren. Da hast du gesagt, Gott, das wird schnell nach Hause wieder. Meistens haben wir dann auch auf die Mütze eingekriegt. Aber man muss sagen, ja gut, das Tor, was ich da gemacht habe, ich kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber ich meine, gehört zu haben, das soll ein super Tor gewesen sein. Ja, ganz bestimmt. Also, du hast nicht nur die 10 Feldspieler ausgespielt, sondern auch den Torwart bis nochmal 20 Meter zurück und haust ihn in den Giebel. Ne? Ja, so ungefähr kann ich mich doch wieder daran erinnern. Ja, war das 1-0 und dann kriegen wir in der Halbzeit, zur Halbzeit in der 45. das 1-1. Das war natürlich ärgerlich, aber dann macht Klaus Tanne-Fichtel eins seiner nicht ganz so häufigen Tore natürlich als Libero. Ne? Und wir gewinnen 2-1 gegen Werder. Und du hast übrigens, weißt du bestimmt nicht, jedes Heimspiel mit Schalke 04 gegen Werder Bremen gewonnen. Ehrlich? Ja, 4-mal. Auswärts oft auf die Nase gekriegt, genau wie du es gerade erzählt spielen, hast. Jetzt am Samstag? Also ich werde das Buch sollen wir doch mindestens auf der Bank setzen, dass wenn die mich sehen, dann schaffe ich wahrscheinlich in die Hose, da die Bremer. Also das kann natürlich schon möglich sein.
Ja. Ja, ich würde schon ganz gerne auf die Bank setzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, aber das machen die Jungs auch am Samstag selber. Vor allen Dingen wegen der Einsatzprämie auch, ne? Ja, also, Tommy, du weißt, meine Einsatzprämie war immer hoch gewesen. Ja, deine Hüfte ist wieder okay. Ja. Du sitzt die ganze Zeit hier, weil du gerade eben erst operiert bist, ne? Ja, ich bin vor 4 Wochen operiert. Ich bin jetzt auch hier nebenan im Medikus zur Reha. Noch jetzt diese Woche noch 3 Tage und dann den Montag. Dann habe ich den Abschluss. Ja, und dann irgendwann mal wieder in 2 Wochen rein. Also 3 Tage, dann ist der Tanz in den Mai, glaube ich, ne? Kannst geht dann wieder bei dir? Ja, doch. Ja? Zur Not mit einer Gehstütze, also eine zweite brauche ich dann nicht mehr, also das geht schon. Ja, Tommy, Tanz im Mai, also, hat er schon ganz früher gerne gemacht. Gerne. Vor allen Dingen wir beide auch, ne? Ja. Wir sind mal in Urlaub gefahren sind zusammen, ne? Da haben wir auch, also, schöne Tänze gemacht, ne? Ja. So, jetzt wird es interessant. Jetzt hör auf. Ja. Jetzt kriegst Ärger mit deiner Frau. Da brechen wir mal kurz ab jetzt. Ja, Detmar, lass uns aber gucken auf den jetzigen Gegner Bremen. Klar, die absolute Stärke vorne, die beiden da, Duxch und Füllkrug, ne? Sind aber zuletzt eben nicht mehr ganz so durchgekommen. Die haben 90% der letzten, glaube ich, 15 Tore von denen geschossen. Aber macht es das einfacher, wenn man nur auf die beiden aufpassen müssen, in Anführungsstrichen? Ich glaube, da sind wir schon ein paar Mal mit auf die Nase gefallen. Indem wir uns auf irgendeinen konzentriert haben und den dann verteidigt haben, dann haben andere die Tore gemacht. Also ich glaube, dass wir psychologisch ganz klar im Vorteil sind und wir das auch nutzen sollten und nicht einen oder anderen rauspicken, der ist besser als der andere. Die spielen alle auf dem Niveau gut und wenn der die Tore nicht macht, macht die ein anderer, wenn wir nicht aufpassen. Wir sollten unser Ding machen. Wir haben hier den Rückenwind, wir haben 62.000 Leute hier und eigentlich ist das Abi sein Zitat, aber ich nehme das jetzt erstmal wieder. Die haben mehr Angst vor uns, wenn die jetzt kommen, als wir vor denen, weil die Ausgangssituation auch für uns die viel bessere ist. Also ob da jetzt ein Füllkrug spielt oder sonst wer, wir müssen unsere Hausaufgaben ordentlich machen, unser Spiel machen. Wir spielen zu Hause, wir müssen unser Spiel durchbringen, nicht auf deren Spiel reagieren. Dann hat sich das, glaube ich, erledigt, sich über einen einzelnen Stürmer Gedanken zu machen. Ja, diese psychologische Ausgangssituation ist ganz interessant, wenn man sich anhört, was die nach dem Spiel gegen Nürnberg so gesagt haben, ne? Da ist einer von dem Stadionsprecher vor der Kurve interviewt worden, ich glaube der Friedel war es, und der hat dann gesagt, wir fahren nach Schalke und gewinnen da, überhaupt keine Frage, so ungefähr, ne? Der Clemens Fritz, der sportliche Direktor von denen, der sagt, es ist keine Zeit jetzt zu zaudern oder zu zögern. Wir müssen uns jetzt freuen auf dieses Spiel. Und ich glaube, das verrät schon ein bisschen mehr, wie die Lage ist. Die zweifeln schon gerade so ein bisschen. Das sehe ich definitiv so. Und ich sage mal, die Aussage an sich, denke ich, die kann man gar nicht richtig bewerten. Was soll er denn sagen? Soll er sagen, wir fahren jetzt nach Schalke und kriegen die Hucke voll? Nein, natürlich nicht. Das ist Sportler, der will gewinnen. Also muss er das sagen. Ob er die Fans damit noch pusht oder ob die Fans noch mitmachen. Das ist ja grundsätzlich, was ich auch von unserer Mannschaft erwarte. Ich fahre doch nirgendwo hin, um zu sagen, oh, da verliere ich. Nein, ich will gewinnen. Ja, so einfach ist das. Also ich bewerte das gar nicht über. Ich glaube auch, Bremen hat auch im hinteren Bereich im Moment auch ein bisschen Probleme. Der Toprak, der war ja letztes Wochenende verletzt. Und der soll wohl am Wochenende auch noch nicht dabei sein. Der hat wohl irgendwie eine Wadenzelle. Ja, heute steht es, er wäre eventuell doch noch zur Verfügung. Aber ist fraglich und wer weiß, in welchem Zustand und wie lange dann und so weiter, ne? Weil der fehlt ja schon. Ich meine, das ist schon ein Stützpfeiler da in der Mannschaft, ne? Denke ich mal. Ich sehe das nicht so. Also ich sehe es sogar als Vorteil, wenn der spielen würde, weil das ist auch immer einer, der auch immer mal einen Klops drin hat hinten. Also ich würde mich sogar freuen, wenn der spielen würde. Also das ist jetzt nicht unbedingt einer, der die nach vorne peschen kann. Also das ist sicherlich einer mit so einem Durchschnittsspieler, sage ich mal, der sich so seit Jahren so ein bisschen durchgemuschelt hat. Ja. Aber ich persönlich bin auch der Meinung, dass die hinten nicht so gut sind wie wir. Und deswegen bin ich auch von überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Wie hoch, das sage ich noch nicht. Das ist nach dem Spiel, ne? Habe ich nur gewusst. Nein, du liegst immer sehr gut mit deinen Vorhersagen, das muss man wohl sagen. Ne? Also, dann sagen wir vielen Dank, Detmar, Tommy, alles Gute mich. In der Reha, ne? Mit der Hüfte. Gerne, gerne. Und dass es dann schnell wieder auf den Rasen geht. Ich glaube, Rasen ist wichtiger als Tanzfläche, ne? Ja, aber
Dies Jahr nicht mehr allzu viel. Dies Jahr nicht so allzu viel. Und wenn, dann immer mal eine Halbzeit oder so, mal gucken. Ja, würde auch gerne Tanzen im Mai machen, aber wir sind ja in Polen, Detmar. Ja, da tanzen wir auch in den Mai. So, in den Geburtstag rein, weißt du doch. Ist ja noch gefährlicher in Polen. Wir haben ja noch einen Geburtstag zu feiern. Dann, ach, weißt du, Olaf, glaube ich. Ne? Ja. Olaf, oh ja, hoffentlich gibt der mal, Olaf, gib mal einen aus diesmal. Ne? Also, hat er ja schon gesagt, ich muss mal schauen. Ne? Also, denk mal daran, dass du sehr viel Geld in Bayern verdient hast und dann kannst du auch mal einen ausgeben, oder? Lässt er sich nicht lumpen. Das ist das Wochenende, wo Schalke in Sandhausen spielt. Da seid ihr also in Polen. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann Montag können. Ich glaube, dann machen wir auch erst Dienstag wieder. Ja, ne? Nee, wir kommen, glaube ich, Sonntag wieder. Ne? Wir kommen Sonntag wieder. Ja, also, dann können wir das ruhig. Da könnt ihr dann Montag schon wieder sprechen? Ja, schon. Ich schon. Also, okay. Ich dachte, da müsste man ja mit den Gastgebern immer so viel Wässerchen trinken in den großen Gläsern. Wenn du musst genug Wasser dabei trinken, dann ist das nicht so schlimm. Okay, ja, vielen Dank. Alles klar. Abi, wir freuen uns auf den Samstag. Das wird ein richtig großes Spiel mit einer richtig geilen Stimmung. Das ist schon mal sicher. Und wenn es dann so erfolgreich weitergeht wie in den letzten Wochen, dann ist die Schalker-Seele abgeneigt, glücklich. Genau. Ja? Vielen Dank. Nächste Mal dann wieder montags. Ja, da ist ja kein Feiertag und nichts. Dann sind wir wieder Montag für euch da. Bis dann. Tschüss und Glück auf. Glück auf. Tschüss. Ciao.